Herzlich willkommen zur nächsten Animal Crossing New Leaf Episode. Ich bin Soevo für Weeplay Games for You und wir haben scheinbar eine Zustimmungsrate von 100% erreicht. Bald kannst du endlich Projekte zur Stadtverschönerung starten. Zuvor muss ich aber noch etwas Papierkram erledigen. Das sollte nicht länger als ein paar Tage dauern. Vielleicht ist sogar schon in einem Tag alles fertig. Setz dich doch bei Gelegenheit mal wieder auf den Bürgermeisterstuhl im Rathaus. Alles klar. Dann haben wir einen guten Tipp bekommen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen heute mal mit unserer Angel eine Runde angeln. Ich weiß zwar noch nicht so richtig, wie es funktioniert, aber wir werden es herausfinden. Wir haben es uns ja erklären lassen, als wir sie gekauft hatten. Müssen wir erstmal gucken, wo hier irgendwie Fische sind. Weil ohne Fische lässt sich sehr schlecht angeln. Ich will jetzt auch nicht so viele Muscheln mitnehmen, weil ich doch ein paar Fische fangen möchte, um mal ein bisschen Geld zu machen. Irgendwie sehe ich nur leider keine Fische gerade. Ich glaube, hier ist irgendwie einer gewesen. Da ist sogar so ein großer Fisch irgendwie. Werfen wir die Angel mal rein. Wir sind sogar ziemlich nah dran gelandet. Gucken, ob der Fisch sich dafür interessiert. Irgendwie nicht, dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen näher rangehen. Interessiert er sich da dafür? Oder? Irgendwie auch nicht. Sieht auch so richtig krass aus, irgendwie als wäre es ein Hai oder sowas. Das wird nix. Gucken wir nochmal. Das ist genau vor die Schnut gelandet. Besser geht's ja nicht. Der scheint sich nicht für die Angeln zu interessieren. Eventuell brauchen wir dann noch andere Köder oder sowas. Das weiß ich nicht so genau. Gehen wir mal gucken. Ah, wie das juckt. Mich hat eine Mücke gestochen. Ist klar. Gucken, ob wir noch andere Fische sehen. Da ist einer. Oh, da ist schon wieder der Gulliver. Oh Mann. Den retten wir gleich, nachdem wir geangelt haben. Retten wir ihn mal. Wie er schläft. Gar, sagt er. Elisabeth. Nein, nicht den Anker. Okay. Geht denn ab mit dir, Gulliver? Ranggeschwindigkeit. Okay. Steh endlich auf. Ranggeschwindigkeit. Oh, ich glaube, er ist wach. Oh. Bist du meine Prinzessin? Bist du gekommen, mich um aus meinem Schlummer zu erwecken? Hey, Moment mal. Wer bist du denn? Wie eine Prinzessin siehst du nicht gerade aus. Das kennen wir doch schon. Ich bin Gulliver, bescheidener Seemann und größter Held der sieben Weltmeere. Kann es sein, dass du mich gerettet hast? Heilige Makrele, was habe ich getan? Ich kann doch meinen Lebensretter nicht so behandeln. Bitte vergib mir, edler Held. Irks, wenn ich ehrlich sein soll, bin ich etwas gerade etwas neben der Kajüte. Was ist eigentlich passiert? Ich muss wohl über Bord gegangen und hier angespült worden sein, mal wieder typisch. Ich hätte mich nicht auf Deck schlafen legen sollen, während der größte Sturm aller Zeiten wütete. Ich weiß nur noch, dass es im Traum sehr turbulent wurde, danach war nur noch Stille und Wellenrauschen. Mein Gedächtnis ist etwas durchweicht, wohin war ich eigentlich unterwegs? Ich gehe zumindest davon aus, dass ich irgendwo hin wollte, warum sonst das Schiff, aber wohin nur? Oh, ich hab's. Du musst mir helfen. Das ist im Prinzip genau dasselbe, was er das letzte Mal schon gesagt hat. Wenn ich dir alles erzähle, was ich noch weiß, kommst du vielleicht darauf, wo ich hin wollte. Du würdest doch eine arme, kleine, wenn auch männliche Möwen wie mich nicht im Stich lassen, oder? Ich helfe dir. Okay, seit diesem Jungen in Unruhestadt habe ich niemanden mehr getroffen, der so hilfsbereit war. Gut, dann erzähle ich dir mal schnell alles, was ich noch weiß, bevor ich auch das noch vergesse. In dem Land, in das ich wollte, gibt es eine Statue namens Mannequin Piss. Ganz schön mutig, die Kleine, so vor aller Welt. Aber noch viel wichtiger, die Schokolade. Ich hoffe, ich übertreibe es nicht wieder und verderbe mir den Magen. Wie dem auch sei, weißt du, von welchem Land ich rede? Österreich, Deutschland, Frankreich und Belgien? Oh je, meine schrecklichen Kenntnisse übermannen mich mal wieder. Ich sag mal Belgien. Das war es also. Da wollte ich mir den Bauch mit Schokolade vollschlagen. Du hast mir eine große Hilfe, ich danke dir.
Als Anerkennung schicke ich dir ein tolles Souvenir. Könnte dauern, aber mach dich auf was gefasst. Ich weiß nur leider absolut nicht, ob die Antwort richtig war. Tut mir jetzt gerade ein wenig leid. Aber immerhin lernt man bei dem Spiel noch was. Ist ja auch ganz nett. Und nehmen wir noch ein paar Muscheln mit. Zack, zack, zack. So viele Fische haben wir jetzt nicht gefangen. So, da ist jetzt auf jeden Fall ein Fisch. Ich will jetzt auf jeden Fall mal einen Fisch fangen. Der reagiert aber auch nicht drauf. Vielleicht sind wir wieder nicht nah genug. Oder es war ganz vorbei. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen nach unten nicht drehen. So. Der sieht's doch gut. Oh, okay. Der ist wohl verschwunden. War ich nicht schnell genug, oder wie? Oh, Mücke wieder gestochen worden. Okay. Der Fisch weg. Verrückt. Angeln ist schon nicht so einfach. Was mit dir, Fischi? Hältst du von dem Köder? Sitzt du nicht so gut? Ich glaube, da war auch ein Fisch. Wo sind denn so blöde Wellenspiegelungen? Ist manchmal echt schwierig zu sehen, finde ich. Da ist wieder ein großer. Ja, da war absolut kein Interesse an dem Köder. Okay. Da war glaube ich einer. Guck mal, Fischi. Auch nicht nah genug scheinbar. Oder jetzt gut? Komm einmal runter. Komm, komm, komm. Jawohl. Okay, wir haben ihn. Müssen wir noch rausziehen? Oder haben wir wenigstens einen Fisch gefangen? Eine Makrele, auf das ich vor Glück krakele. 45,1 cm. Am besten trage ich diesen Fang, reiche mein Fangbuch ein. Oh, ein Fangbuch gibt es also auch. Okay, wir haben gar nicht genug Platz. Tun wir es austauschen, natürlich. Gegen irgendeine blöde Muschel. Weg damit. Okay. So, dann gehen wir mal zur Fundgrube mit dem Kran. Gucken wir mal, was wir da dafür bekommen. Bin ich schon mal sehr gespannt. Und wir gehen am schwarzen Brett auch mal vorbei. Ach, mit dir will ich jetzt heute nicht reden, ehrlich gesagt. Gucken, ob hier am schwarzen Brett irgendwas abgeht. Nichts Neues. Okay, gibt nichts Neues. Auch mal interessant. Heißt also, es gibt nicht immer etwas Neues. Gucken wir mal, was es hier so zu gucken gibt. Nichts zu verkaufen da irgendwie. Okay. Verkaufen möchte ich gern. Okay, dann geben wir dann mal wieder alles, was wir hier so haben. Okay, das ist alles. Bestätigen wir mal. Kurz zusammenrechnen, wollen wir mal sehen. 2470. Das ist gut, Mama. Vielen Dank. Bring gerne mal wieder etwas vorbei. Werde ich bestimmt tun. So, was gibt's denn hier? Oh, das ist der Ne, ist die Rosina. Ich dachte gerade schon. Ne, möchte ich nicht. Ne, ne. Tut mir leid, ich habe mich verklickt. Okay. Dann gehen wir hier mal wieder. Ja, wo habt ihr gern besucht? Gar kein Ding. Ich würde gerne mal noch was ausbuddeln. Einfach so. Versuchen wir das doch mal. Schaufel ausrüsten. So, dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwie noch so eine Buddelstelle finden. Wo ist das? Oh cool, da ist eine Münze rausgekommen. Cool, cool. Da kommt nichts raus. Das ist doch so eine Buddelstelle. Hä? Warum hat das nicht geklappt? Okay, verrückt. Warum ging das nicht? Bisschen seltsam. Bringt nichts. Gucken, ob wir noch so eine Stelle finden. Irgendwo. Sieht aber nicht so aus gerade.
Na, ja, nicht wirklich. Dann würde ich sagen, verschieben wir das auf die nächste Folge. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.